Ha, mein erster typischer Handgriff hier. Okay, alles klar. So, Bord Electric ist an. Was kommt nu? Also, das ist die sogenannte Ibis-Startmelodie. Und dann leuchten einige Warnlampen und diese und jene Beleuchtung. Keine Batterietrennschalter verfügen. Ach so, okay, es gibt Busse, da muss ich das Knöpfchen hier nicht drücken. Wahrscheinlich gibt es da kein Knöpfchen. So, mit der Taste M bzw. den Tasten Anlasser und Motorabschaltung können Sie den Motor ein- und ausschalten. Also, wenn ich auf 4 drücke, passiert gar nichts. Wenn ich auf 5 drücke, passiert auch nichts. Und auf dem Nummernblock? Ah, da ist Lenken. Ja, okay, dann halt doch M. Ja, der Motor läuft. Wir sind in der ersten Folge und der Motor läuft. Ich bin das nicht gewohnt. Okay, ruhig bleiben, Herr Frenkel, weitermachen. Und da steht als erstes die Frage, fühlen Sie sich fit? Ja, und das tue ich noch nicht, weil ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich hier mit der Steuerung klarkomme. So, auf geht's! Ah! Ah! Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Dieses Kopfsteinpflaster. Das ist tödlich. Das klingt so laut. Da dachte ich im ersten Moment, da ist was kaputt. Da bin ich wieder erschrocken. Und da, links, da wieder der DDR-Grenzturm. Mit Schießbefehl wahrscheinlich. Bin gespannt, wie viele Leute jetzt wieder in die Kommentare reinschreiben. Das ist kein DDR-Grenzturm. Das ist ein. Oh, das wäre beinahe schief gegangen. Warte mal. Fahren wir da rüber. Fahren wir da ins Dorf rein. Komm. Mal schauen, was da ist. Was ist das hier? Das ist ein. War das ein Manta? Ja, da fahren nämlich Mantas rum. Cool. Fresse, du Arschloch! Huch, ich sehe nichts. Ah! Warum sehe ich denn jetzt hier nichts? Moment, stopp! Warum kann ich da nicht. Hä? Ach so, das ist jetzt eine Trennwand. Das ist ja bescheuert. Ich dachte, da kann ich zurückgucken. Ja. Weiter geht's. Scheiße, die Sackgasse. Hier geht's ja gar nicht weiter. Was ist das für ein Kackdorf? Das ist ja total langweilig. Also vom Sound her. Wow. Also, dass die Bremse auf Taste 2 ist, daran muss ich mich ehrlich noch gewöhnen. Das ist, Oh, weia. Schaut euch mal die Beine an. Jetzt erinnere ich mich wieder. Das waren die. Halt! Ach, Mist. Warte, 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 warte. Ja, die haben alle so steife Beine. Ja, die Frauen. Wenn die im Bett genauso steif sind wie. Hä? Hallo, geht's noch? Hallo? Läuft die jetzt durch meinen Bus durch? Das ist wahrscheinlich gar keine lebendige Frau. Das war wieder eine Ghost-Nachricht von Sam. Das kennen wir auch. So, jetzt pass auf. Jetzt muss ich irgendwie mal versuchen, wieder rauszukommen aus dem Schlamassel. Wer hupt denn da? Ja, du Wichser! Du fährst mir da in den Bus rein, ey! Ich hab ein Auto im Bus! Geht's noch? Also, ey, alle blöd außer Mama. Das ist immer das Gleiche. Die fahren alle wie die Doofen. Außer mir natürlich. Scheiß Sonntagsfahrer, ey. Ja, hup halt! Kratz mich nicht! Blöder Penner, ist mein erster Arbeitstag heute. Da kann nicht alles glatt laufen. Uah. So, also, die Tasten wollen wir auch nochmal durchgehen, aber jetzt fahren wir erstmal hier den Ort hier rein. Ach, da ist wieder scheiß Wendehammer, oder? Brauche ich gar nicht weiterfahren, da geht's gar nicht weiter. Komm, wir fahren da lang. Ich will nochmal irgendwie ein bisschen in die Pampa. Oh, scheiße! Da ist ein Haus. Wer hat denn da ein Haus gebaut hier, mitten in der Ortschaft? Das geht doch nicht. Kann ich gegen Bäume fahren? Oh, schaut euch das mal an, die Bäume. Typischer Fall von IKEA Steckbaukasten. Also, die sind so, die schauen so zusammengesteckt aus. Also nicht plastisch. Auch hier die Blätter. Also, da ist die Grafik natürlich nicht mehr up to date. Aber kommt drauf geschissen. Insgesamt taugt das schon für einen Simulator. Und es fühlt sich, also vom Fahren her, das ist halt schon, das habe ich das letzte Mal schon gemerkt, vom Fahren her, es fühlt sich halt wirklich an. Ich kann nicht sagen, dass es sich anfühlt wie ein Bus, weil ich nicht weiß, wie sich ein Bus anfühlt. Aber ich denke mir, dass sich ein Bus so anfühlt. Ja? Setzen Sie zuerst die Haltestellenbremse. Num minus. So. Öffnen Sie danach die Vordertüren mit den zwei Tasten daneben, genau. Bam. Bam. Ha! Es geht! Ja, du hässlicher Vogel, du! Ja, und jetzt, jetzt ist ja die Frage, wann muss ich losfahren? Um 10.07 Uhr, glaube ich, ne? Jetzt warte mal. Wie viel Uhr ist denn überhaupt? Wenn ich jetzt. Hat der Bus hier? Gibt's da keine Uhr im Bus, oder? Warte mal da vorne. Ist das eine Uhr da vorne? Also wenn es eine ist, ich kann es kaum lesen. Woher weiß ich denn, wie viel Uhr es ist? Muss ich da immer. Muss ich da jedes Mal da draufklicken? Das ist doch beknackt. Also wir haben jetzt hier noch eine leichte Aufenthaltsdauer. Das könnte ich nutzen und vielleicht mal schauen, wo hier eine scheiß Drecksuhr ist. Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Genau. Sonst geht's nämlich aufs Maul. Was ist denn das da oben? Weiß der Geier. Weiß der Geier.
Ja, kommt da noch jemand oder ist jetzt da schon alles hier an Fahrgästen? Mal schauen, ob die alte hässliche Schachtel drin sitzt. Ja. Oben, fast ganz hinten. Wahrscheinlich deswegen, weil sie jetzt gerade onaniert. Halt, da hinten hockt da noch einer. Wo kommt denn der her? Den habe ich gar nicht einsteigen sehen. Hallo? Also da hinten sitzt jedenfalls noch einer. Den habe ich nicht reingelassen eigentlich. Oder vielleicht ist er hinten eingestiegen? Nee, hinten ist ja zu. Weiß der Geier, so. Aber wat mut dat mut, ne? So. Genau, das ist die Linie 76 Krankenhüss. Brems! Weia! Halt die Fresse! Die beschweren sich da hinten, ey. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch anhalten konnte. Verdammt, ey, die Bremse ist komisch. Oh, ist grün, ne? Die Bremse funktioniert komisch. Wie soll ich das denn in den Griff kriegen? Okay, ich muss hier links abbiegen. Warte mal, links blinken. Blink ich? Ja, ich blink sogar, nur weiß ich nicht mehr, wie es ausgeht. Oh, schaut mal an, da ist voll die Hölle los da vorne. Geht der Blinker wieder von selber aus, wenn ich die Kurve gefahren bin? Hoppla! Hoppla! Stopp! Nicht so weit, nicht so weit! Komm halt an! Das war doch gut, das war gut! So, Haltestellenbremse. Ein Stress, ey! Was ist das heiß hier? Alter, das heiß hier! Nur so mickern, 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 ey! Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich ein Ticket, das für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann? Die fickt bestimmt gut. Also, die klingt ja total beknackt. Warte mal, Moment, Moment. Ich möchte gerne Fahrkarte haben. Ja, natürlich, du blöde Kuh. Bitteschön. Geld her. Ja, das muss ich jetzt wegklickern. Fahrkarte habe ich mit T gegeben und jetzt muss ich... Nicht noch Rückgeld? Ja, wart halt mal, Mann. Das ist mein erster Tag, du dumme Nuss. Steuerung. Entschuldigung, da fehlt ja wohl noch Rückgeld. Ja, Steuerung T. Mann. Kommt mir nicht so. Dann fahr ich euch gegen den nächsten Baum, ey. Ist ja nicht zu glauben. So. Wow. Ja, ist ja unglaublich. Mann, ey, ich bin Anfänger. Ruckzuck ist die Lippe dick, ey. Morgen. Ja, endlich mal ein fröhlich freundlicher Mensch hier. So, Steuerung T. Ja, ihr seid wenigstens freundlich. Die Penner, die da hinten drin sitzen da, da könnt ihr mal einen aufs Maul hauen. Oh, guck mal, ein LKW ohne Textur. Das ist immer ein bisschen komisch. Das lädt immer so ein bisschen langsam nach. So, wir machen hier wieder zu. Mal machen wir trotzdem schnell auf, komm. Vielleicht will da doch einer rein. Oh Mann, ey, also das sind ganz, ganz, ganz schwere orthopädische Fälle da mit diesen Beinen da. Da ist überhaupt kein Knick mehr im Knie. Das ist ja ganz furchtbar, ey. Da musst du ein bisschen in den Knien federn, Mädels. Sonst ist das doch ganz schlimm. So, Haltestellenbremse. Ja. Oh, scheiße, das war wieder die falsche Taste. Geradeaus weiter, oder? Geradeaus? Ja, da vorne ist noch eine Haltestelle. Ja, und wenn das hier schon mal ein kleines Dorf ist, dann will ich nicht wissen, was mich hier in Wien erwartet. So, und jetzt muss ich hier vorne links abbiegen. Was machen wir da? Wir blinken links! Der Herr Frenkel... Hallo! Pisser, Penner, Idioten! Und habe ich das gerade richtig gehört? Boah, fährt der Scheiße? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Das war eine Frau. Muss ich Frauen schlagen oder was geht ab hier? Das ist ein Manta da, hier. Ne? Manta. So, und jetzt, wo muss ich halten? Hier? Endstation hier, oder was? Terminus, das klingt gut. Stopp, 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 nicht so schnell. So, Haltestelle, Bremse. Türen auf. Ah, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Es gibt ja auch mehr K-Grans. Ah, nee, da stehen ja die Dinger auch davor, 24a. Ich verstehe. Wo ist ein Neu-Essling? Moment mal. Da! 24a Neu-Essling. Das muss jetzt richtig sein. Bam. Oh Gott, jetzt kommen die alle zu mir, oder was? Bleibt mal ganz entspannt, Leute. Hallo, ich muss doch erstmal ein bisschen gucken. Oh Gott, ich fühle mich ein bisschen unter Druck gesetzt gerade. Jetzt steht es da, Neu-Essling. 24a, das ist ja schon mal richtig. Laufen die alle daher? Ich dachte, ich muss vielleicht zu dieser Haltestelle davor. Warte mal, jetzt verarschen wir sie mal. Jetzt fahren wir gleich mal ein Stück weiter, ob die dann wieder herkommen. Moment. Wir fahren ordnungsgemäß zu unserer richtigen Haltestelle. Welche ist das? Die da? Oder die da vorne? Fahren wir mal noch ein Stück vor. Was ist denn jetzt los? Warum kann ich jetzt nicht mehr weiterfahren? Was ist jetzt los? Was habe ich jetzt falsch gemacht?
Hä? Warum darf ich jetzt nicht mehr weiterfahren? Habe ich jetzt irgendwie die Bremse? Warum denn? Die habe ich doch jetzt gar nicht betätigt. Ah, der Gang ist draußen, oder wie? Ah, Busse, ey! Busse, ich sag's euch, die sind schwieriger zu bedienen als Space Shuttles. Jetzt passt's, ne? Jetzt fahren wir noch ein Stück vor. Nö, geht auch nicht. Was denn? Ach, das ist die Endstation. Oder? Hoppla, jetzt bin ich so ein bisschen auf dem Bürgersteig. So, und jetzt habt ihr das gesehen, das Stocken. Habt ihr das gesehen? Das würde ich auch gerne loswerden. 24? Ah, so. Kommen die mit, die Leute, oder haben die keinen Bock? Warte mal. Also, okay, wir fahren vielleicht doch noch ein Stück zurück. Ich glaube, da, wo die Menschen stehen, das kann nicht falsch sein. F1, Moment, nochmal. Wie geht denn jetzt der Rückwärtsgang? Muss ich dann erstmal hier raus und dann R wie Rückwärtsgang? Ich hab sowas von im Griff, Freunde, da draußen. Ich hab's ja sowas von im Griff. Und da war gerade wieder so ein Freeze. Und das regt mich auf. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Sagt mir das. So. So, jetzt stehen wir richtig, würde ich sagen, ne? Dann machen wir wieder den Gang rein. Moment, erst den Rückwärtsgang raus. Dann den Drive-Gang rein. So, und jetzt kann ich die Haltestellenbremse drücken. Steigen die jetzt schon alle ein? Wie viel Uhr ist denn überhaupt? Ich muss um 12.27 Uhr losfahren. Es ist 10.08 Uhr. Ja, schauen wir mal, ob die schon einsteigen. Dann sind sie selber schuld. Ja, ich meine... Ach du Schande. Morgen. Ja, morgen. Ha, ein Schwarzfahrer. Habt ihr es gesehen? Oh Gott, das gibt wieder Dislikes. Das war ein Witz. Dag. So, jetzt mal ernsthaft, warum? Noch ein Schwarzfahrer? Ich muss um 12.27 Uhr losfahren. Das heißt, ich kann jetzt hier erstmal 2 Stunden blöd rumstehen oder was? Und? Also. Da stehen immer noch Leute. Wollen die nicht einsteigen? Oh, schaut euch das mal an, ey. Das ist ja Akne auf dem Kopf, ey. Das sieht ja fast ein bisschen aus wie ein Gehirn. Als ob ihm da die Schädeldecke fehlt. Das ist ja ekelhaft. Und was macht der hier? Und was machen die hier überhaupt alle? Das sieht ja... Also, das sieht ein bisschen nach Massenonanie aus. Ja, und steif sind aber irgendwie nur die Arme. Naja. Okay, die wollen anscheinend nicht mitfahren. Was ich immer noch nicht weiß, ist, wie ich die Uhrzeit erfahren kann. Außer, ich drücke hier drauf. Das ist ein bisschen lästig, wenn ihr mich fragt. Also ich bin ja ein genügsamer Mensch, aber es wäre schön, wenn das irgendwie auszuschalten wäre. Was? Sie fahren so schlecht, dass die Passagiere aussteigen wollen? Nix da, ihr bleibt da! Die sind aber ganz schön streng hier. Was soll denn das? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin ganz vorsichtig gefahren. Ich muss mal den Ton ein bisschen leiser machen. Jetzt habe ich ihn so laut, dass mir jetzt die Ohren raushaut hier. So, links. Auf den Straßenbahnschienen weiter, oder wie? Oh weia, das gibt Ärger. Das gibt Ärger mit meinem Arbeitgeber. Ja, Freunde. Das Problem ist, wir sind jetzt schon fast am Ende dieser Episode. Ihr werdet jetzt nicht mehr erfahren, ob noch jemals neue Fahrgäste einsteigen werden, nachdem sich das rumgesprochen hat, dass der Frenkel wieder unterwegs ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und wir fahren dann in der nächsten Folge weiter und dann schauen wir mal, ob ich das irgendwie in den Griff kriege. Ja? Also, ich sag bislang mal Dankeschön. Links oder rechts? Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, nach Kagern nicht, da komme ich her. Nach Breitenlee fahren wir jetzt, nach links. Ne? Also, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Verstehe ich nicht. Naja. So, also es sind wieder Leute eingestiegen, obwohl alle angstvoll ausgestiegen sind. Wir fahren einfach mal weiter. Es ist übrigens anscheinend richtig, hier auf den Straßenbahnschienen zu fahren. Das ist ja irgendwie ganz witzig, ne? Was denn? Könnt ihr nicht normal fahren? Natürlich, ich fahr normal, du blöde Kuh! Geh mir auf den Sack, ey! Ist doch wahr, ey, ich werd aggro! Ich glaube, ich hab's schon mal gesagt, wem's nicht passt, ja? Dann fahre ich euch an den nächsten Baum und dann könnt ihr die Windschutzscheibe küssen, ihr Penner! So. Vorsichtig wieder, ein bisschen langsamer fahren. Ich habe keine Ahnung, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier tue. Breitenlee. Ich dachte, ich soll nach Neu-Essling. Ach, weiß der Geier. Hallo? Da ist eine Straßenbahn im Weg. Kannst du dich mal verpissen? Hallo, das ist meine Strecke hier. Raus da, weg von den Schienen.
Hier komm ich! Oh, jetzt bleibt der stehen, der spinnt wohl. Kann ich da überholen? Ja, ne, oder? Was ist, wenn Gegenverkehr kommt? Sie fahren so schlecht, dass Passagiere aussteigen wollen. Gar nicht fahre ich schlecht. Was denn? Ich fahre nur meinen Zeitplan. So, wir müssen blinken. Ich versuch's mal. Blinker rechts. Ja. Rechts rum. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ich fahr doch gut. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Oh, da ist eine Haltestelle. Das ist gut. Dann können die alle wieder aussteigen, denen es nicht passt. Und dann habe ich wieder neue. Das ist ja wurscht. Die Einnahmen sind ja die gleichen. Oh Mann. Die Man in Black. Ach du Scheiße. Das macht mir ein bisschen Angst hier gerade. Okay, Tür auf. Warum zur Hölle will keiner Tickets kaufen? Und warum schauen alle Stewardessen gleich scheiße aus? Also ich habe doch extra eingestellt, ich möchte doch Tickets verkaufen. Vielleicht geht das bei dem Add-on nicht oder so. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Vielleicht kann man hier keine Tickets verkaufen. Wie ist das denn in Wien? Kann man da Tickets im Bus kaufen oder nicht? Da sind auch gar keine da, ne? Nee, in dem anderen Bus, da konnte man Tickets... Ach Mann, ich will doch Tickets kaufen. Oh Menno, naja, komm. Bringen wir es hinter uns. Fahr einfach mal weiter. Ich habe doch alles im Griff hier. So, und auch da vorne wieder seht ihr dieses Flackern an den Texturen. Das geht mir auf den Sack. Und auch das hier wieder, dieses Stocken zwischendrin. Ich weiß nicht, was der da macht. Oh, da ist ein Zebrastreifen. Du Kuh! Hab! Weg! Du siehst doch, dass ich da komme. Ich bin Bus! Hab Vorfahrt. Mann. Ich habe auch keine Ahnung, ob das bestraft wird, wenn ich hier so eine Scheiße baue. Abgerechnet wird zum Schluss, ne? Da gibt es dann so eine Art Zeugnis mit... Ich glaube, ich sollte nicht so viel labern. Ich fahre auch ein bisschen langsam. Ich schätze mal, ich bin dann irgendwie zu spät dran oder so. Kann das sein? So, da vorne sind ja die Ratiofarm-Zwillinge. Wollen die einsteigen vielleicht? Tussi und Nelda, wollt ihr einsteigen? Ja! Na komm! Ein flotter Dreier mit zwei Zwillingen, das wäre doch nicht schlecht, ne? Oder? So, das war's schon wieder. Keiner will bei mir Tickets kaufen. Das geht nicht an dem... Ach, Mann. Ach, das ist ja doof. Also, da habe ich mich gefreut, dass ich Tickets verkaufen kann. Und, ach, nö. Also, da habe ich ja gerade jetzt wieder Lust, irgendwie... Grundorf weiterzuspielen. Oder Spandau. Da gibt es vielleicht Ticketverkauf. Das weiß ich nicht mehr. Das habe ich vergessen. Vorsicht, da ist ein Zebrastreifen. Und da laufen lauter... Hallo, du Blödmann! Kannst du nicht einfach rüberfahren, du blöder Ösi! Ach scheiße, die sind alle Ösis. Ich bin ja selber eine. Naja, gibt wieder Dislikes. So, schauen wir mal, ob dieser komische Punk hier einsteigen will. Hä? Wie schaut's aus, Bursche? Nö, der steht nur so blöd rum hier. Naja. So, jetzt pass auf, jetzt wollen wir gerade gucken. Da will doch keiner einsteigen. Oh, da ist jemand. Das ist eine Frau. Also man muss die Bremse ganz vorsichtig bedienen. Das habe ich mittlerweile einigermaßen raus. Komm, du Schlampe. Du willst jetzt Rauch. Hallo. Hallo. Die sprechen auch ein bisschen wienerisch, ne? Oder? So ein bisschen österreichisch. Nächste alte Stelle. Kann ich was durchsagen? Nee, ich kann nichts durchsagen. Also ich sehe schon, ich kratze momentan nur an der Oberfläche. Oh, 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 oh. Da ist eine Zebrastreifen. Was? Gar nicht wahr? Hallo? Der hat mich gerammt, der Fußgänger. Da kann doch eh nichts für. Ach, scheiße. Wo ist der Zampfort? Ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ihr Penner. Spargelfeldstraße. Hä, habt ihr das gesehen? Das war nämlich ganz anders, ja? Der Fußgänger hat mich ganz klar attackiert, ja? Wenn ich das mal bitte richtig stellen kann hier. Oh Mann, der schaut aus wie Zuhälter. Und kurze Arme hat der. Meine Fresse, ey. Danny DeVito. Ja, komm, leck mich alle. Wir kommen schon an. Wir kommen schon irgendwie an. Es war fast ein bisschen hart gebremst. Die Ziegelhofstraße und wieder so eine olle, blöde Stewardess, so eine vertrocknete. Die finde ich ja okay hier. Bisschen breite Hüften, aber die Stewardess finde ich ja echt ekelhaft. Kann man die irgendwie rauspatchen? Gibt es einen Anti-Stewardessen-Mod? So, weiter Richtung Breitenlee. Heißt das jetzt, ich habe Rot eigentlich? Nee, oder? Bus darf durchfahren, oder? Ach nee, das ist ja ein Fußgänger. Da oben stand irgendwas von Neubla. Da muss ich hin. So, was ist denn hier los? Wir hatten hier Vorfahrt. Wer hallo? Wollt ihr der da? Du kannst mir mal am Arsch lecken, ey. Ich komm gleich hinter und hau dir auf die Backen, ey. Dann siehst du, was ein Problem ist hier. Mann. Also ich glaube, ich muss in die Richtung weiter. Geht's jetzt in den Wald rein, oder was?
Ja, also Wien ist ja schon relativ groß, ne? Also das Rumpeln macht mich ein bisschen nervös manchmal. So, das wird ja wohl groß genug sein, die Brücke, dass ich da durchpasse. So, und jetzt? Was jetzt? Was ist jetzt? Oh, da ist ein Flugzeug da oben. Seht ihr das? Der Traum einer schlaflosen Nächte. Wir sind in der Nähe vom Flughafen anscheinend. Also sowas finde ich ja dann schon immer cool, wenn Flugzeuge landen. Das fand ich auch im Euro Truck Simulator 2 cool, dass so ein Flugzeug auch, glaube ich, über eine Brücke drüber gefahren gerade. So, dann haben wir hier kurzes Stocken hier wieder. Warum auch immer. Und da landet hier eine, keine Ahnung, 747 oder was der Geier was, am Flughafen Wien oder wie. Ja. Könnte man auch mal sagen, ob das realistisch ist, ob hier wirklich immer so Flugverkehr ist an der Stelle. Was muss ich jetzt machen? Kann ich jetzt frei rumfahren oder was muss ich denn jetzt machen? Was? Welcher Arsch hupt denn da? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Wenn ich die Tür zumache, ist dann alles... Kann ich jetzt... habe ich jetzt Feierabend oder... Oh, das war wieder die falsche Taste. was muss ich denn jetzt machen? Hör auf zu hupen, sonst steige ich aus, ey! Und massier dir die Eier! Knet dir die Eier, mein lieber Freund. Ja, ich habe keine Ahnung. Es blinkt immer noch. Ich krieg den Blinker nicht aus. Terminus. Das ist was anderes, ne? Dann fahren wir mal hier rum. Und schauen, ob die hier einsteigen wollen. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Vor allen Dingen, wie muss ich die anfahren, die Haltestelle, so? Ach komm, fick doch die Henne, gar nichts war! Der ist mir doch bloß wieder vor die Flinte gelaufen hier. Ach, leck mich doch. Wo gehen die jetzt alle hin? Das ist schon die Stelle hier, die Haltestelle, aber die Frage ist... Die Frage ist... Ah doch, die warten da. Okay, die laufen hinterher, dann machen wir einfach mal die Tür auf, würde ich sagen. So. Unfreundlich! Keinen guten Morgen! Ah, schön. Ja. Ja, keinen guten Morgen, keine Dingsbums. Sie wollen auch keine Tickets kaufen. Ich hoffe, ich habe das richtig eingestellt. Ich schaue nochmal nach. Das, glaube ich, kann man hier nachgucken, wenn man da unter Dingsbums guckt. Wie war das nochmal? Mapwechsel? Der zeigt aber in die falsche Richtung. Was denn? Das gibt's doch nicht. Ich bin nur so ein bisschen über ein Hübelchen drüber gefahren, ihr blöden Penner. Was sind denn das alles für Weicheier? Sie fahren so schlecht, dass Passagiere aussteigen wollen, steht da wieder. Mann! Was soll ich denn da machen? Ja, ist doch wahr. So. Ich könnte mich aufregen hier. So. Also los jetzt, fahren wir mal. Hier sind wir richtig. Das ist Berlin. Da hinten ist eine Sackgasse und jetzt muss ich wahrscheinlich jetzt dann irgendwie links abbiegen. Da ist eine Haltestelle. Aber die ist wieder auf der falschen Seite. Sie fahren so schlecht. Warum denn? Ist das eine Haltestelle? Fahre ich einfach in die falsche Richtung? Nee, oder? Da ist richtig. Stadtgrenze. Ich muss jetzt links abbiegen. So. Und ihr wartet jetzt so lange, bis wir da an der Haltestelle sind. Ich lasse euch jetzt nicht während der Fahrt raus. Das geht aus versicherungstechnischen Gründen nicht. Oh, warte mal. Blinken kann ich auch, ne? Türen schließen. Alle raus, fluchtartig das Gefährt verlassen. Und wir fahren weiter. Okay. Ja. Ich wollte an der Stelle mal die Physik testen. Und hat die eine Tussi irgendwie gerade gesagt, fährt der Scheiße? Ich sag's euch, Leute, ich fahre euch gegen Baum. Und zwar mit purer Absicht. So, läuft gerade noch nicht so gut. Ja, aber ich bin ja immer noch Anfänger. Offensichtlich. So, da vorne fährt ein Benz, der hängt mir da im Weg rum, aber dann stürze ich mit irgendwelchen Autos zusammen, wenn ich zu weit links fahre. Ich fahr vorsichtig, du Wichsgriffelmann! Geh mir auf den Sack, ey! Mit eurem dauernden blöden Gelaber, dann steigt aus! Was ist denn jetzt wieder? Oh, scheiße. Also das läuft irgendwie gerade nicht so gut. Da hat mich jetzt eine Laterne attackiert. Ich muss doch weiter links fahren, fürchte ich. Ja. Wie mache ich das jetzt? Wie komme ich jetzt hier wieder raus aus dem Schlamassel? So. Ja, komm! Komm, fahr zu! Diese scheiß komische Straßenlaterne wirst du doch irgendwie mal überwinden können da mit dem scheiß Bus hier. So. Ich muss geradeaus fahren. Darf ich da durch? Einfach so. Es ist rot, ne? Scheiße.
Also ich muss sagen, es ist schon irgendwie, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, dass Leute so diesen Simulator spielen gerne. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, wo die Dauermotivation herkommen soll. Das müsst ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Weil es sind ja letztendlich immer wieder dieselben Strecken und man macht ja immer wieder das Gleiche. Ich meine, das ist wie im wirklichen Leben natürlich, ne, als Busfahrer. Aber wenn ich vielleicht, keine Ahnung, bei dem Dingsbums beim Schwebebahn-Simulator, da gab es da mal so Schlägereien und sowas zum Beispiel, da ist da ein bisschen was passiert. Und hier passiert irgendwie gar nichts, ne? Naja, also, wir sind am Ende dieser Episode. Der Michael Schumacher fährt nicht mehr, der Michael Schumacher ist alt, der kann auch nicht mehr schnell fahren, du blöde Kuh. Verzeihung. Das müssen wir rauspiepen. ja, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, dann lasst mir ein Like da und dann kommt auch beim nächsten Mal wieder, wenn es dann hier weitergeht. Ne? Ich sag danke, ciao, ciao. Außer ihr habt es mir mittlerweile in den Kommentaren erklärt. Wie fährt der denn? Schaut euch mal den Idioten an hier. Und was ist los? Die Fahrgäste beschweren sich schon wieder. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los, ey? Ich glaube, ich muss das noch ein bisschen üben. Da ist schon wieder eine Haltestelle. Da musst du ja alle 5 Meter halten, ey. Was ist das denn hier? Berlin? Seit wann gibt es denn da alle 5 Meter Haltestellen? Ist das so? Ja, wir spielen ja, das spielt ja in den 80ern, ne? Muss ich immer wieder erwähnen. Für Leute, die neu dazugekommen sind. So, Bärwinkel. So, und dann müssen wir aber schon wieder ein bisschen bremsen. Was? Was denn für ein Unfall? Ach so. Ach, Kacke. Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Man muss ja dann auch melden, ey. Ach, scheiße. Warnblinkanlage ein und so ein Zeug. Okay, wie gesagt, ich bin ja erst Anfänger, da kann das schon mal passieren. Liebe Kinder da draußen, das macht ihr bitte zu Hause nicht nach. Ja, Führerschein gewonnen, ey. Du geh mir auf den Sack, du blöder Pisspenner. Scheißdreck. Aber alle wollen nicht aussteigen, ne? Sind immer nur ein paar Blödmänner. Ach, steigt da gar keiner aus. Wollen nur einsteigen, das ist ja super. Ach scheiße, warte, ich muss schnell wieder in die Cockpit-Perspektive, da will jemand was haben. Also wie gesagt, das ist alles ganz schön und nett. Du hast schon wieder gesagt, fährt der Scheiße, du gehst mir auf den Sack! Mann! So. Auf. Und trotzdem wollen noch Menschen mit mir fahren, ist das nicht schön? Die kleine Frau, das Standgebläse wieder, sehr schön. Bam, barem, 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 barem. Dankeschön. Und die Tür wieder zu. Okay. Oh, ich bin so schlau, ey. Ich werde so der beste Busfahrer der Welt. Ah! Und prompt wieder ein bisschen angedötzt. Naja. Einsteigen will keiner, aber raus wollen sie, ne? Genau. Nur wegen der alten blöden Kuh anhalten müssen. Meine Fresse. Zustände hier. So, jetzt habe ich ein Problem, da parkt einer. Komm, da kommen wir rein. Das geht gut. Ach komm. Da war kein Unfall, oder? Warte mal. Nee, ich halte jetzt nicht an. Das war kein Unfall. Das habe ich gesehen, da war noch Platz. Lalalala. So. Weil wenn man anhält, dann dünkt mir, dass ich dann sehr, sehr, sehr zu spät komme. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, zu spät kommen oder eine Anzeige. Ich muss mal kurz wieder auf die Personalakte gucken. Das wird mich jetzt mal interessieren. Wo ist denn das aufgeführt? Fahrkarten verkauft. Unfälle. Fahrerflucht. Ah, erst ein Unfall. Genau. Das heißt, ich habe jetzt keinen gehabt. Verletzte Fußgänger. Natürlich. Nee, komm. Das sind die, die mir immer reinlaufen. Da verliere ich am wenigsten Zeit. So. Da ist wieder viel los. Ha! Bombastisch. Wer hupt? Ja, hallo, dann verpiss dich doch. Habe ich jetzt wieder einen Unfall gebaut? Gilt das jetzt wieder als Unfall? Oder wie? Ist mir jetzt wurscht, ne? So, warte mal, wie komme ich jetzt da weiter? Komme ich da weiter? Ja, was fährt denn der auch da rein? Ach, fahren Sie mal vernünftig hier. Ja, das war wieder Unfallflucht, sehe ich jetzt schon. Ist mir wurscht. Weiter geht's. Wir haben Rot und deswegen halte ich jetzt mal an. Da blinken wir mal rechts. Ganz streberhaft. Mecker, 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 ey. So, Sieburger Straße. Hoppla, wieder ein bisschen aufgedötzt. Das kann schon mal passieren. Also, ich bin heute den ganzen Tag unterwegs. Oh, die wieder, die Kuh, ey. Ja, komm, nimm.
wissen schon. Hau ab. Schön. Geh weiter. Bitte. Tschüss. So, los. Weiter. Okidoki. Muss man den möglichst unfallfrei vorbeikommen. Nimmt er mir die Vorfahrt oder nimmt er mir die Vorfahrt? Oder habe ich jetzt was übersehen? Oh, da ist eine Haltestelle. Das auch noch. Aber da will keiner anhalten. Will jemand einsteigen? Der dicke Mann da vielleicht? Den nehmen wir mit. Ausnahmsweise. Also ich glaube doch, dass das nicht verkehrsgerecht war. Warum dürfen sich die denn eigentlich gegen sämtliche Verkehrsregeln verhalten, die Arschlöcher? Oh, 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 das war knapp. Ja, und ich, wenn was falsch mache, wird angeschissen. Das ist nicht gerecht. Naja. So ist das Leben eines Busfahrers, der keine Beine hat. Es leuchtet nichts gelb. Wartet ihr vielleicht? Will die mitfahren? Will die mitfahren? Ich weiß es nicht. Was ist los? Trulla? Ich weiß gar nicht, ob ich hier halten muss. Blöde Kuh! Okay, war wahrscheinlich falsch. Hätte ich gar nicht halten müssen. Weiter geht's in Richtung Stadtgrenze hier. Oh, da ist noch eine Haltestelle. Da ist auch niemand, ne? Ne, fahr mal durch, komm. Fahr mal durch, fahr mal durch. Scheiße, was ist jetzt los? Kacke. Ah. Ja, da war mal eine Haltestelle. Früher. So, hier geht's dann weiter zur Stadtgrenze. Hervorragend. Da habe ich ein Tutorial gemacht, ne? Weil wenn ich was lerne, dann möchte ich das gerne an euch weitergeben. Was ist denn hier für ein scheiß Verkehr? Ich meine, kurz nach 10, da müsste doch eigentlich der Berufsverkehr durch sein, oder? Naja. Wir sind jetzt hier auf dem Friedrich-Ebert-Ring, fahren wir jetzt da drauf anscheinend. Wird's denn auch mal wieder grün hier? Hallo! Nicht zu fassen, ey. Und jetzt gibt's hier einen Stau? Ich werd nimmer. Naja. Das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon. Ja, und da laufen sie wieder mit ihren steifen Beinen, als ob sie keine Kniegelenke hätten und dafür ein mega Hohlkreuz. Das finde ich immer noch etwas irritierend. Jedes Mal, wenn ich die sehe, irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, ich bin hier in der Behindertenwerkstatt. Ups, böser Witz. Oh, oh, das gibt wieder Dislikes. So, jetzt geht's los. Achtung. Ich hole mal ein bisschen aus. Ich bin ja jetzt Busfahrer, da muss man mal ein bisschen ausholen. Hervorragend gelöst, Herr Frenkel. Das sah richtig professionell aus, hier an der Stelle. Und die Passagiere haben auch noch nicht gemeckert. Und jetzt stehe ich im Stau. Was soll das denn hier? Das schaffe ich doch zeitlich überhaupt nicht. Warte mal, was ist, wenn ich darüber fahre jetzt? Kann ich das machen? Spur wechseln? Ah, ist schlecht, wenn einer kommt gerade, ne? Wartet der? Der wartet, oder? Boah, was ist das Scheiße. Was? Hab ich wieder was angedockt? Also vernünftig hier. Michael Schumacher, ja? Michael Schumacher hat da noch gar keine Formel 1 Rennen gefahren Anfang der 80er. Ihr blöden Deppen, ihr blöden. Du dumme Kuh, du Nuss, du blöde. Was, Bing? Maschine mit dem Bing oder was? Ach so. Ja, da. Das Gelbe leuchtet. Das heißt, es wird bei der nächsten Station jemand aussteigen. Ja, was ist denn hier los? Also, das wird nichts. Das sehe ich jetzt schon. Das ist ja das Grauen. Und da will schon jemand aussteigen. Ja, ja. Wahrscheinlich aus Angst. Ich muss jetzt wieder... Ihr könnt mich mal, ich fahr jetzt da geradeaus weiter. Komm. Fahr zu! Mann! Alles Ärsche außer Mutter. Mir gefällt ihr Fahrstil auch nicht. Mir gefällt auch nicht. Was, die stehen ja auch alle im Weg rum hier. Was kann ich dafür? So. Und ihr könnt jetzt nicht aussteigen. Das geht aus versicherungstechnischen Gründen nicht. Das geht erst an der nächsten Haltestelle. Ja, fick dich! Oh, ich dreh durch. Ja, wir sind am Ende dieser Episode und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann lasst mir bitte ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr denn wollt. Mit diesen ganzen Drecksidioten hier im Bus. Ich kann immer, ey. Die gehen auf den Sack hier. Und zwar eine Trulla, natürlich. Cool, ey. Da kann man unauffällig in den Ausschnitt starren, ohne dass die es bemerkt. Hey, geil. Geil. Das macht mich schon wieder ganz schön hot hier. Ja. Ich muss abbiegen. Da hat der Fußgänger wohl Vorfahrt. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Bisschen professioneller. Vielleicht schafft es ja dann mal. So geht das. So geht das. Nur nicht so weit. Scheiße. Ach, Mann, leck mich doch. Ja,
Was ist das denn jetzt? Halt mich doch mal an, lass mich raus. Geht aber gar nicht. Du kannst mir mal einen Schuh aufblasen, ja? Ich fahre jetzt bis zur nächsten Haltestelle, dann kannst du gerne raus und dann zu Fuß weiter oder dir ein Taxi nehmen, du Arsch! So. Vorne ist grün und ich muss anhalten. Ja. Ich habe das alles im Griff mittlerweile. Ich habe voll den Durchblick. Ich fahre jetzt einfach mal da rechts vorbei, oder? Bei den kleinen blöden Pennern. Wenn die so langsam sind. Was denn? Muss der hupen oder was hier? Penner, ey. Echt. Okay, jetzt will hier wieder jemand raus. Was? Ich glaube, es hat wieder jemand gelästert. Was muss ich jetzt machen? Links oder links abbiegen oder geradeaus? Ich muss links. Boah, fällt der Scheiße. Ja, du blöde Kuh, du Arschhaarfriseuse, du! Mann! Links muss ich abbiegen, oder? Ja. Ich habe alles im Griff. Ich sag's euch, ich habe sowas von im Griff. Und dich nehme ich eh nicht mal länger mit. Du bist mir viel zu hässlich, Kuh. Du fliegst eh raus. So, was ist denn hier los? Habe ich hier Vorfahrt oder was? Nee, ach, der biegt auch links ab. Okay. So, und jetzt? Was ist das denn jetzt? Halten Sie mal an, lassen Sie mich raus. Das geht aber gar nicht. Fick dich, du Achselhaarföhner! Mann! Wir gehen auf den Sack hier. Ich gebe hier echt mein Bestes. Das seht ihr doch alle, oder? Okay, ich fahre jetzt etwas weiter links, damit ich nicht so weit rechts fahre. Das scheint ja zu klappen, zumindest mit dem Bürgersteig. Und trotzdem beschweren sie sich. Ich fahre zu scharf an wahrscheinlich. Ihr seht ja, dass es noch nicht ganz so rund läuft. Aber fast. Schon wieder eine Haltestelle. Ja, ja, ist alles klar, ist alles klar. Ich will hier raus. Dann raus! Die sind eh viel hübscher als ihr blöden Hyänen da hinten. Ja, die wieder, ne? Ist klar. Die verfolgt mich, hey. Die ist doch geklont. Scheiß Klonkrieger hier. So, wie geht's weiter? Geradeaus, ne? Oder? Ich glaube schon. Das ist ganz schön eng hier, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Da dränge ich mich gerade mal ein bisschen vor. Ich muss nochmal schauen, sicherheitshalber. 302 ist richtig, ja. Genau. So, jetzt müssen nur noch grün werden. Das ist blöde, ist nur, ich sehe nicht, wenn es grün wird. Scheiße. Da müssen wir ein bisschen Plan B. Ah, es ist grün. Okay, auf geht's. Er traut sich nicht losfahren, der andere. Hoppla. Habe ich den erwischt? Ah, nee, da war nix. Da war nix. Gar nichts war da. So. Oh, jetzt kommt wohl anscheinend die Überlandfahrt. Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Omsi. Der Omnibus-Simulator. Tachin Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Omsi, der Omnibus-Simulator. Und heute werde ich mal zeigen, ja, von Zuschauern erstellte Inhalte, die sie mir geschickt haben. Zum einen hier, eine Map von Mr. Mautzel. Das steht da, ja. Viel Spaß, Harry, das ist sau einfach. Ich weiß, dass du hier kläglich scheitern wirst. Die Linienführung ist hier einfach gehalten. Orientieren kannst du dich aber mit Leichtigkeit. Hoffe, es gefällt dir. Zum Schluss, viel Spaß wünscht Mr. Mautzel. Ja, da bin ich ja mal gespannt hier, ne? Also, Start. Da fackeln wir nicht lang rum. Und dann zeige ich euch auch noch gleich, was ist das denn? Was soll das denn hier sein? Hallo? Das ist ja einfach nur ein blöder Kreisverkehr. Ich habe so das dumpfe Gefühl, da will mich einer verarschen. Moment mal. Ich wollte euch ja auch auf jeden Fall zeigen, den Bus von meinem lieben iPhone-Entwickler. Aber ich meine, ich weiß nicht, irgendwie ist das doch ein bisschen sinnlos hier. Ich glaube, der will mich Eintrittspunkt? Keiner? Ach, fick doch die Waldfee hier! Ich weiß, was los ist. Der verarscht mich, weil ich doch so schlecht bin beim Omsi. Da hat er mir einen ganz leichten Kurs gebaut hier. Aber da ist gar keine Haltestelle. Ja, und ein Einstiegspunkt ist da auch nicht. Ah, Mr. Mautzel, du bist ja lustig. Ha, ha, ha. Selten so gelacht. Okay, vergesst das, Leute. Da müssen wir doch was anderes machen. Ich nehme eine andere Map. Ich bin da mal ganz einfach total spontan. Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Omsi. Der Omnibus-Simulator.
Tag in Hasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Omsi, der Omnibus-Simulator. Ihr seht, ich habe mich mal wieder unerlaubt vom Unfallort entfernt. Ich habe den Unfall gar nicht bemerkt, um ehrlich zu sein. Aber wir fahren jetzt weiter. Ich versuche hier gerade eine Stelle zum Wenden zu finden. Ich finde keine. Ich möchte verhindern, Rückwärtsgang zu fahren. Ah, da vorne. Sieht besser aus. Okay, da versuchen wir uns jetzt durchzuquetschen. Weil ich muss ja in Neu-Essling starten. Und ich bin schon an Neu-Essling vorbeigefahren, aber auf der falschen Straßenseite, glaube ich. Habe ich jetzt wieder was gerammt aus Versehen oder so? Ich hänge. Scheiße. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich... Hallo? Hallo? Warum fährt denn der rückwärts? Ich will doch da über den Acker. Ich will wenden. Das geht nicht, oder wie? Scheiße, das geht nicht. Was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich doch rückwärts fahren. Komm, fahren wir da wenigstens da auf den Weg zurück. Ich hänge, glaube ich, ne? Egal. Ignorieren wir. Moment. Versuchen wir es so nochmal. Okay, ja. Ich habe wohl irgendwie ein Verkehrsschild getötet, versehentlich. Aber das macht nichts. Das passiert in den besten Familien. So, jetzt muss ich da rumkommen. Was ist das jetzt für eine Haltestelle? Eine, die mich nicht interessiert. Die müssen wir jetzt leider mal kurz aus dem Weg räumen. Es tut mir leid. Scheiße, geht nicht. Kacke, ich muss jetzt doch rückwärts fahren. Wie geht denn das wieder? Ich muss auf X drücken, glaube ich, und dann rückwärts oder so. Scheiße, wie ging das? Da, auf R vielleicht. Huh! Wer hat mich... Huh, hallo? Ich werde hochgehoben von diesem scheiß Schild. Ach, jetzt fällt's um. Jetzt hat sich dann doch entschieden, schlapp zu machen. Na gut, dann können wir ja vielleicht doch noch außen rumfahren. Drüber fahren. Moment. Komme ich da noch rum? Ja, sag ich doch. Wunderbar. Einwandfrei. Ah, scheiße. Ah. So, okay. Jetzt schauen wir mal, ob wir dann... Neu-Essling finden und ich glaube, ich habe wieder einen Unfall begangen und werde dann wieder bestraft, aber komm. Da fällt mir was ganz anderes ein. Ich schau mal kurz nach meinem... Hallo? Nach meinem Ding. Ist da schon was drin? Da stehen nur die Unfälle drin. Und ich fahr erst rein. Bewertung Fahrstil, ich fahr erst rein. Okay, das gilt natürlich erst, wenn die Fahrgäste drin sind. Also, das beruhigt mich aber. Fange ich nämlich nicht schon damit an, Scheiße zu bauen. Bevor die überhaupt eingestiegen sind. So, jetzt muss da irgendwie eine Starthaltestelle in Neu-Essling sein. Kann ich denn die eigentlich jetzt endlich mal einstellen? Das habe ich auch noch nicht gemacht. Moment. Nochmal gucken. Hier. Linie 24a. Kagran ist das Ziel. Von Neu-Essling aus. So. Was da nicht funktioniert hat, war... Vielleicht geht das mit dem Bus nicht? Kann das sein? Das wäre ja scheiße. Das geht gar nicht mit dem Bus. Ach Mann! Jetzt schnall ich das erst. Das wird gar nicht gehen mit dem Bus. Ich wollte mit meinem Bus fahren hier. Ich habe so einen tollen Bus hier da. Einen eigenen Frenkel-Frotzel-Bus. Und jetzt kann ich den hier in Wien nicht verwenden oder was? Weil ich da nicht auf einstellen kann. Auf. Das ist ja ätzend. Warte mal, kann ich mal einen neuen Bus holen? Nö. Ach, jetzt muss ich das alles von Anfang an machen. Ach, Kacke! Ach, das ist ja doof. Ach, scheiße. Also, das ist jetzt die Erklärung für mich. Was ist das hier? Ist das jetzt hier? Change Bus. Das müsste doch gehen. Bus suchen? Das ist der Frenkel-Bus. Den will ich aber gar nicht. Den will ich ja eben. Eigentlich, da will ich ja da aussteigen. Ah, egal. Komm, wir nehmen den neuen Bus. Ich muss hier wahrscheinlich den Ösibus nehmen. Nicht den Ödipus, sondern den Ösibus. Vielleicht geht das dann sonst gar nicht. Das kann natürlich sein. So, und da ist der Typ erstmal scheißegal, ne? Ach nee, da gibt's nur einen. Das ist der rote, okay. So, jetzt mache ich okay. Wir starten. Einfach diesmal in Neu-Essling direkt. Ach, jetzt muss ich das wirklich... Ach, halt die Klappe! Ja. Jetzt schauen wir mal, ob das geht. Also normalerweise... kann ich das jetzt auswählen? Hoffe ich. Ah, das muss einem doch gesagt werden, dass ich da mit dem anderen Bus nicht fahren kann, oder? Habe ich was anderes falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Leute, ich habe echt keinen blassen Schimmer. Anfang Neu-Essling ist richtig. 24a ist auch richtig. So. Und jetzt habe ich ja hier wieder diesen Plan. Wo ist der? Ah ja, der ist jetzt hier versteckt. Der ist nicht da oben, ne? Nee, der ist jetzt wieder hier. Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Omsi. Der Omnibus-Simulator.
Tag, ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Omsi, der Omnibus-Simulator. Und ich glaube, ich mache am besten erstmal die Tür auf. So, ich sag euch was, ich habe heute eine Mörder-Hasskappe, ja? Ja, rein. Ich bin pisst, ja? Und das, obwohl ich zwei sehr gute Nachrichten habe. Aber mir geht gerade so einiges total auf den Sack. Okay, also, links blinken. Ich versuche jetzt mal diese Fahrt hier einigermaßen vernünftig zu Ende zu bringen. Zum Glück hatte ich hier gespeichert, ja, weil mir ist Omsi komplett abgeraucht. Und zwar das komplette Spiel. Es war alles im Arsch. Es hat gar nichts mehr funktioniert. Moment, ich habe noch was vergessen. Ich muss hier einstellen noch meinen komischen Pseudo-Navi. Plötzlich war alles auf Polnisch und da konnte nichts mehr laden und Kacke und Mist. Und ich muss alles neu installieren. Und zum Glück habe ich den Spielstand hier gerettet. Oh, Moment, ich muss den Blinker ausschalten. Und ja, das hat mich schon mal tierisch aufgeregt. Und was mich auch aufregt, ist, dass seit Tagen in meinem Scheißhaus gebohrt wird. Irgendeine Scheißwohnung saniert wird. Und ich kaum Zeit habe zum Aufnehmen sowieso. Weil ich ja schon gesagt habe zuletzt, ich bin ein bisschen privat sehr ausgelastet. Moment, da müssen wir halten. Alles im Griff hier, oder? Super. Wie geht denn das hinten wieder auf? Das habe ich schon wieder vergessen. Moment. Da kann ich die Türfreigabe. Ja, es will nur keiner raus. Ist mir auch recht, okay. Kennt ihr das, wenn im Haus gebohrt wird die ganze Zeit, ja? Ach, scheiße, wenn man dann auch zum Beispiel die falsche Taste drückt hier wieder. Kacke! Ja. Ich möchte jetzt eigentlich diese Fahrt hier mal ganz ordentlich zu Ende bringen. Und zwar mit einer besseren Leistung als lebensgefährlich am Schluss vielleicht, ja? Allerdings habe ich auch wieder jetzt ein neues Profil gehabt, ne? Ist klar. Weil mir ja der ganze Spaß hier komplett kaputt gegangen ist. So, die gute Nachricht. Eine von zwei guten Nachrichten ist, ihr seht es vielleicht, es gibt keine Einfrierer mehr. Und zwar hat mir ein weiterer Omsi-Profi hat mir geholfen und hat... Moment, da vorne müssen wir wieder anhalten. Versuchen wir es mal wieder mit Blinken und allem, oder? Der hat mir seine Grafikeinstellungen geschickt. Die kann man nämlich in das Spiel speichern und verschicken. Und jetzt friert es hier nicht mehr ein. Halt die Fresse! Ihr geht mir gerade noch auf den Sack hier! Müsst mir auch noch nerven hier, ja? Steigt aus, wenn es euch nicht passt, sonst gibt's auf die Backen. Kacke, ey. Ist doch wahr. Hört ihr es? Jetzt bohrt's wieder hier. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Jetzt war kurz Ruhe. Jetzt dachte ich, super, komm, fange ich an. Ja, nehme ich hier mein Let's Play auf. Und was ist los? Scheiße ist los. Was ist denn jetzt hier? Rot oder was? Da ist eine Busampel. Ja, die zeigt aber... Ja, okay, ich muss warten. Scheiße! Ja, genau, es wird gebohrt und nicht nur im Haus bei uns, sondern auch direkt nebenan. Da ist so ein scheiß Bekleidungsgeschäft. Das wird jetzt schon seit 200 Jahren ungefähr wird es schon saniert, ja. Die bauen da länger dran rum und restaurieren da länger dran rum als einem scheiß Tyrannosaurus Rex, den sie vielleicht irgendwo mal aus einer Grabungsstätte rausgepinselt haben mit Zahnbürsten. Hier brauchen die länger. So, Bus, da, habt ihr es gesehen? Ich kann weiterfahren. Aber ich ziehe diese Fahrt jetzt zu Ende durch hier, Wien, ja. Und dann habe ich die zweite gute Nachricht. Moment, ich muss den Blinker wieder ausschalten. Ich bin heute etwas aggro. Kann das sein? Ja. Ich kann ja momentan leider nicht so viele Videos aufnehmen. Was denn? Gib mir was auf die Goschen. Ist doch wahr. Ja. Ich würde Omsi, weil es ja so erfolgreich ist bislang und wenn ihr das weiter so anklickt, ich wollte das dann auch bald mal täglich laufen lassen. Das kann ich bloß gerade noch nicht, eben weil ich die Zeit gerade nicht habe. Ich bin etwas im Stress. Und ein bisschen aggro, falls ich es noch nicht erwähnt habe. So, da vorne ist wieder eine Haltestelle. Diese Tour hier, die bringen wir jetzt auf jeden Fall zu Ende, egal wie. Anhalten. So. Ja, ja, war der Bürgersteig. Nein, er kann nicht normal fahren. Er kann dir normal eine auf die Fresse hauen, wenn du jetzt nicht endlich die Klappe hältst, du dumme Kuh. Ja, komm, geh weiter. So. Bing Bong! Was macht der jetzt hier da, mitten auf der Straße? Verpiss dich! Das hat mir gerade noch gefehlt hier. Ja. Okay, aber ich bin ja unheimlich reaktionsschnell, trotz meines unglaublich hohen Alters. Ich bin ja geboren am 01.01.1900, das könnt ihr ja nachschlagen hier im... Das steht in meiner Dings, in meinem Dingsbums, in meinem Profil. So. So, wir müssen wieder anhalten. Blinken muss ich nicht, weil ich blinke immer noch. Ich habe es vergessen, wieder auszuschalten. Naja, komm. Los, rein, ihr blöden Penner. Tickets kann ich keine rausgeben, weil in Wien gibt es keine. Und jetzt komme ich aber endlich komme ich jetzt zur zweiten guten Nachricht. Und zwar Aerosoft, ja?
die ja diesen Omsi vertreiben und so, ja? Komm, fahr. Blinker aus. Die haben ja dankenswerterweise tatsächlich Hamburg Tag und Nacht zur Verfügung gestellt. Also das neue Add-on, das ganz neue. Und das kann ich euch nach dieser Tour dann endlich mal zeigen, sofern er nicht wieder rumgebohrt wird den ganzen Tag. Aber es will noch keiner aussteigen, also zwangsmäßig. Also ich halte mich ganz gut, oder? So halbwegs. So, Blinker aus. Tür auf. Zweite Tür auf. Also die hinten habe ich auch gleich aufgemacht. Ich weiß ja nicht, ob jemand raus will. Ich begreife das nicht. Da ist jedenfalls... Ein Schwarzfahrer ist mal wieder raus. Hinten. Okay. Ich weiß nicht, welches da das gelbe Licht ist. Ist es das hier oder wenn es Ding, Ding, Ding macht? Oder ach komm, ist mir doch wurscht. Komm, wir fahren weiter. Wien ist mir eh nicht geheuer. Was ist jetzt hier los? Achso, rot. Kann der nicht normal fahren? Kann der nicht normal fahren? Ich schneid dir gleich die scheiß Stimmbänder raus, Alte! Ist doch wahr! Was habe ich heute noch irgendwo gelesen? Irgendwo habe ich einen Kommentar unter einer meiner Videos gelesen. Ich glaube, es war Euro Truck Simulator 2, Teil Schlag mich tot, keine Ahnung, irgendwas, weiß ich nicht. Ich glaube, der vierte Teil der schlimmsten Tour von Harry, wo einer drunter geschrieben hat, bei Let's Plays muss man sich auch benehmen. Nee, auch bei Let's Plays muss man sich benehmen. Benehmen, ja, ohne H. Hat mir schon wieder gereicht. Oh, Bus, da, ich glaube, ich darf losfahren. Ich glaube, das heißt so viel wie, der Bus darf losfahren, oder? Egal, komm, ich fahre einfach los. Ich muss mich nicht benehmen, wenn ich hier fahre. Einen alten Scheiß muss ich. Wenn ich mich aufregt, dann rege ich mich auf. Und außerdem, genau, das wollte ich auch noch erwähnen. Ich muss nochmal meinen Battlefield 3 Messermeister, den Rocktox, der mit mir die VIP-Jagd macht, mal kurz erwähnen. Der sagte, und zwar wörtlich, ich muss unfreundlicher sein zu den Fahrgästen, weil die... Die Busfahrer in Wien seien total unfreundliche Scheißkerle, ja? Und der muss es wissen, der ist aus Österreich, ja? Aber ich glaube nicht aus Wien. Da war er wohl nur mal zu Gast oder so. Auf jeden Fall hat er gesagt, ich soll unfreundlicher sein. Und das erfülle ich ihm natürlich sofort hier mit dieser Episode. Passt grad gut! Hab eh einen Hass! Ja? So. Mir fällt gerade auf, ich glaube, ich bin mein ganzen Leben noch nie so gut hier gefahren. Ich glaube, ich musste immer eine Hasskappe schieben, oder? Kann es sein? Ich blinke ja sogar manchmal und denke ja auch dran, den Blinker wieder auszuschalten manchmal. Los, ihr Pissnelken, durchgehen! Zack, zack, zack! Na also, geht doch. Falls mir der scheiß Omsi nicht wieder kaputt raucht, ja, und dann wieder alles in Polnisch anzeigt. Das war echt komisch, ey. Da war alles auf Polnisch plötzlich. Und dann habe ich sie auf Deutsch zurückgestellt. Und dann habe ich eine Map geladen und dann haben irgendwelche Straßen gefehlt, ja. Also, total komisch. So, was haben wir da vorne wieder? Eine Haltestelle, ne? Ich kann normal fahren, ich will bloß nicht, verstehst du, Alte? Ich will dich in den Tod treiben, ja? Ich fahre jetzt so lang so beschissen, bis du dich selber umbringst. So, was hast du jetzt davon? So, jetzt hab ich vergessen zu blinken. Nein, der kann nicht normal fahren! Hühner Scheiße, verdammte normal! Ich werde auch ein bisschen Pause lassen. Ah, jetzt habe ich wieder diesen scheiß Bremsdingsbums drin. Ich werde auch ein bisschen Pause lassen und werde die nächste Folge dann erst spielen, wenn ich mich wieder beruhigt habe, ja? Weil sonst geht das ja genauso weiter hier. Und da schauen vielleicht Kinder zu und die lernen dann irgendwie so schlimme Wörter von mir, so wie Ficken zum Beispiel. Ist doch wahr! Ich meine, das kann einem doch mal rausrutschen. Ficken! So. Da vorne geht's rechts. Das soll mal einer verstehen hier. Bim, bim. Keine Ahnung, ich glaube, die wollen raus. So. Kargran mit R muss man das sprechen. So, jetzt habe ich irgendwas gestreift, glaube ich. Das wollen wir mal uns ganz genau anschauen. Pomp! War gar nichts, oder? Habt ihr es gesehen? Ne, ich habe es weggezaubert. Scheiße! Laterne. Jetzt wollen sie aussteigen. Naja. Ich weiß, ich muss weiter ausholen. Ihr könnt eure Klugscheißer-Kommentare euch sparen. Ich weiß, ich muss ausholen weiter mit dem Bus. Weiter nach links ausholen, wenn ich rechts abbiege. Ich weiß! So, und jetzt ruckelt's auch noch. Was ist denn jetzt wieder los hier? Jetzt kann wenigstens keiner mehr meckern gerade, weil keiner im Bus ist. Oh, du bist meine einzige Fahrgästin. Ich sag extra Gästin, damit sich die Feministinnen nicht wieder beschweren. Geile Titten! So. So bin ich nämlich. Ich bin nämlich wirklich nett. So, wieder raus. Also ich muss sagen... Warum bleibt denn der hier stehen? Was ist denn jetzt wieder falsch? Ich fahr einfach drüber, oder? Ja. So, am Ende habe ich noch irgendwelche Femen, die hier auftauchen, die sich nackt ausziehen und mir ihre Brüste hier zeigen. Kennt ihr die Femen? Das ist so eine militante Frauengerechtigkeitsliga.
Blas, Hülz, Laber. Moment, ich muss links blinken. So. Das waren die, die sich zum Beispiel bei Heidi Klum ausgezogen haben. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das sind die Femen. Ja, und jetzt klopft schon wieder über mir. Ich gehe gleich, also ich gehe nach der Folge, ich gehe hoch. Ich gehe gleich hoch und dann werden erstmal diese scheiß Handwerker verprügelt, ey. So. Links. Seid ihr sicher, dass ihr einsteigen wollt? Ich kann euch nur sagen, wenn ihr einsteigt, dann habt ihr die Fresse zu halten, ja? Wird nicht gemeckert, ja? Ihr habt die Wahl. Ich bin ein Arsch und ich scheiß euch zusammen, ja? Ich sag's euch. Ihr habt die Wahl. Damit habt ihr jetzt euer Recht verwirkt. Ein Recht auf nicht beschimpft werden. Na, ist doch wahr. Was läuft denn jetzt durch meine scheiß Tür durch? Mann. Ich glaube, das Ding-Dong zeigt nur an oder lässt nur... Hau ab hier, das ist meiner. Ich muss da auch losfahren. So, okay, ich fahre jetzt einfach mal so weit vor. Hau ab! Ich muss hier los um 9.05 Uhr. Das gibt's doch nicht. Was mache ich denn jetzt? Mach einfach mal auf, komm. Vielleicht laufen die ja bisher her. Die blöden Penner, um einzusteigen. Hallo! Wenn ihr da vorne nicht rein wollt, dann geht bei mir rein. Hallo! Oder Moment, vielleicht kann ich ja auch... Vielleicht schaffe ich es ja... Moment, Moment. Jetzt komme ich da nicht mal vorbei, ne? Oder komme ich da noch vorbei? Kommt auf den Versuch an. Eieieiei. Hups, war was? Hau ab! Du stehst mir in der Sonne, Pilger. Ich komme da nicht vorbei, ne? Oder? Wenn ich noch ein bisschen mehr Gas gebe, noch ein bisschen mehr reinschradder. Kleinen Kratzer hinten ins Heck. Das macht doch nichts. Er schafft's noch. Merkt ihr es? Er schafft's noch. Er kommt rum. Er wird rumkommen. Ja, also. So, dann stellen wir uns einfach mal ganz blöd daneben. Weil hier muss ja der Startpunkt sein eigentlich, ne? Das spielt irgendwie, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre. Und in diesem Add-on gibt es keine alten Autos. Das sind die Autos alle modernisiert. Das muss man hier echt lobend erwähnen. Was hupt denn da dauernd? Was hupt denn da? Was wollen Sie denn? Wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht? Wo haben Sie denn den Führerschein gemacht? Wo hast denn du deine Stimmbänder operieren lassen? Ja, Mama. Ja, ja. So, stopp. Ja, ja, du hast eine ganz tolle Stimme. Du kannst gerne aussteigen, du nervst mich eh, du Kuh. So. Jetzt muss schnell gehen, komm! Wir haben keine Zeit! Einmal Nahbereich. Weiter! Eine Einzelfahrt, Gesamtbereich brauche ich. Weiter! Geld, alles zu mir! Kontrolliertes Fahren wird eh überschätzt. Oh, da ist eine Menge los. Oh, wenn ich die alle eingeladen habe, dann muss ich vorsichtig fahren. Das ist ja voll eine Völkerwanderung. Schau dich das mal an. Hahaha. Ja! Das ist die Schnalle mit der beschissenen Stimme. Ist bisschen kalt hier heute. Eine Einzelfahrt, Gesamtbereich brauche ich. Einmal Nahbereich. Also für die Klimaanlage habe ich jetzt beim besten Willen keine Zeit. Einmal Nahbereich. Meine Fresse, was ist denn los mit euch? Danke. Könnt ihr eure Tickets nicht vorher kaufen, alle? Mann, oh Mann, ey. Einmal Großbereich, bitte. Ja, dann geh groß. Mach groß, Junge. Komm, mach groß. Geh auf Klo, mach groß. Ja. Dankeschön. Oh Gott, die Stimme. Was habt ihr da für eine Synchronsprecherin? Die hat, die Stimme verstellt, hoffe ich. Die hat doch nicht so ein furchtbare. Das kann doch nicht sein. So, okay, weiter geht's im Takt. Natürlich habe ich wieder Zeit verloren hier. Aber, stopp. So, wir gucken mal kurz nach. Komm, schnell rein. Los, geh mal ein bisschen schneller, komm. Zack, zack, zack! Scheiße, Mann, du hältst mich auf! Hallo! Bitte einmal. Nein! Halt die Klappe, Kuh!
Sonst rede ich auch das ganze Let's Play so. Das wäre schlimm für meine Zuschauer. Mann. Hallo, ihr Penner. Aussteigen, das ist ja unmöglich. Das ist ja unmöglich. Dann steig aus, du blöder Pimmelwürger, du. Ja. Ach, du auch? Ach, muss ich das bitte wegnehmen? Geh zu! Einmal den Nahbereich, bitte. Meine Fresse, ein Stress! Und weiter geht die wilde Fahrt. So, immer noch Verspätung, ja, leider. Ich glaube, das kann man gar nicht einholen. So, Busspur, das ist relativ auffällig gemacht, das sehe sogar ich. Gänsemarkt kommt jetzt dann gleich. Dazu muss ich abbiegen, oder was? Wahrscheinlich. Ach nee, ich muss nicht abbiegen. Doch, da vorne muss ich abbiegen. Was denn? Hab ich den Führer schon auf den Dom geschossen, oder was? Auf den Dom geschossen? Du glaubst, du bist lustig, du Comedian, oder was? Mann, wo hast du deine Stimme her? Frag ich immer wieder. Oh, Kacke. Was ist denn jetzt los? Absturz. Ficken. Nee, doch nicht. Geht weiter. Oh, Kacke. Aha, was soll das? Ja, dann nimm mich raus. Was war das denn jetzt? So eine blöde Mistkacke jetzt. Das habe ich da irgendwie... Das habt ihr auch gesehen, ne? Aber es läuft weiter, warum auch immer. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt alles noch so irgendwie auch aufgenommen wird. Nicht, dass das irgendwie jetzt die Aufnahmen unterbrochen hat. Das wäre richtig scheiße. Jetzt war ich natürlich verwirrt und habe einen Fahrfehler begangen. Aber da konnte ich nichts dafür, das habt ihr gesehen, ne? Zugriffsverletzung, my ass hier. Das letzte Mal hätte ich es bestimmt geschafft, wenn ich mich nicht so dermaßen verfahren hätte. Wer hupt denn da? Kann ich auch? So. Schauen wir mal. Muss ich jetzt da komplett rüber oder? Nee. Wie muss ich denn fahren? Oh, da ist eine Haltestelle. Genau. Das ist meine erste Haltestelle. Die fahren wir gleich mal an hier. Hoppla. Es kommt davon, wenn man blinkt. Dann kann man sich nicht so konzentrieren. Oh, da, da. Das ist wieder eine Frau mit Vibrator. Die hat ihren Vibrator im Arsch vergessen. Jetzt hat sie den Knopf gedrückt. Jetzt ist er aus. Jetzt können wir sie auch einstellen. Einlassen. Moin. Moin. Jetzt muss ich das wieder aufnehmen hier erst, ne? Einmal Nahbereich, bitte. Oh Gott, die geht mir so auf den Sack schon wieder. Das ist ganz schlimm. Die Stimme. Moin. Da wird die Milch sauer, liebe Leute. So. Und wir fahren raus. Wir nähern uns wieder einer Haltestelle. Wir nähern uns vor allen Dingen einer roten Ampel. Wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht? Den Führerschein habe ich gemacht. Lass das doch mal meine Sorge sein, du blöde Kuh, du Schlampe. Ist doch wahr. Ich musste halt mal ein bisschen bremsen, es war rot. Hätte ich euch in den Unfall verwickeln sollen, ihr blöden Penner. Ihr doofen Smickmagnete hier. So. Es hat wieder einer gehupt, das interessiert mich nicht. Wir blinken rechts. Und fahren da schön rein. Hurra, hurra. Und das läuft. Das läuft. Bitte einmal Gesamtbereich. Dankeschön. Es ist ein Albtraum. Einzelfahrschein-Nahbereich. Es ist ein Albtraum, ey. Ich weiß nicht, gibt's da vielleicht einen Mod dafür, damit ich das, dass ich diese Stimme nicht mehr ertragen muss? Also, das macht bestimmt jemand da, irgendwie eine neue Stimme. Das kann ja keiner auf Dauer aushalten. So, aber ihr seht, es ist jetzt schon ein bisschen routinierter, glaube ich. Was fährst du so langsam? Warum ist meine Hupe schon wieder kaputt? Ich fahr doch vernünftig! Mann! Ich bin dem Taxi ausgewichen. Unvernünftig wäre gewesen, den Taxi reinzufahren.
Du scheiß blöder Afterwenenknotenlutscher, du! Ist doch wahr, ey. Hoppla! Ich glaube, das war jetzt ein Unfall. Naja, komm. Haben wir nicht gemerkt. Haben wir nicht gemerkt. Da kommt wieder nachher die Einblendung, ist klar. Könnte mich aber gerade mal am Arsch lecken. So. Ja! So lobe ich mir das. Und ihr seht schon, ich bin wieder im Rückstand leider. Nächste Haltestelle, Rathausmarkt. Übergang zur Linie U3. Nächster Stop. Das ist die 688, da muss ich nicht lang. Oder? Die 109. Scheiße! Da ist auch keine 109. Aber da vorne ist wieder ein Pfeil. Ich hoffe mal, das passt, wenn ich jetzt hier geradeaus weiterfahre. Oh je, darf ich da überhaupt reinfahren? Ich glaube, ich habe mich wieder verfranst. Wir fahren mal da lang. Gefühlsmäßig. Oh weia. Oh weia. Wo ist denn die scheiß 109? Oh nein! Ich hab's wieder verschissen. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Das kann doch alles gar nicht wahr sein! Da ist die 109. Aber ob das die richtige ist? Ja, ist gut, Mann! Ich bin neu in der Stadt! Muss mich erst mal orientieren, du Affenkopf, du Doofer! Kann ich mal den Führerschein sehen? Okay, ich sehe schon. Ich habe mich wieder verfahren und damit tickt das Spiel wieder aus. Hallo, das ist ganz aus, ist unmöglich. Oh Mann, ey. Ja, die stehen nur blöd rum hier. Das ist gar keine richtige Haltestelle. Ich hätte gerne einmal Einzelfahrt Großbereich. Einmal den Nahbereich, bitte. Einmal Nahbereich. Hallo? Was? Hallo? Was denn? Na also. Ich bin wieder auf der richtigen Spur. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da vorne die blöden Penner nicht überfahren, die da uns im Weg stehen. Die können doch nicht einfach da drüber gehen. Also ich hupe jetzt, ja? Die Hupe geht nicht mehr. Möp, 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 möp. Ihr Penner, komm, weiter. Bist jetzt schneller. Ich hab doch keine Zeit. Ich bin verspätet. 2,8 Minuten. Kann das wahr sein? Das kann doch alles gar nicht wahr sein. So, jetzt müssen wir da wieder links fahren, da vorne. Das werden wir jetzt mal überprüfen, ob die auch wirklich rauskommen. Wäre ja ganz schön tragisch, wenn das nicht gehen würde. Aber wisst ihr was? Eigentlich ist mir scheißegal. Ha! Wie gesagt, zur Not mache ich da ein Special draus, moderiere das alles nochmal neu. Ich kann nicht normal fahren, ich muss links, rechts ausgleichen, ich habe kein Lenkrad, du blöde Pimmelbürgerin. Ist doch wahr. Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Omsi. Der Omnibus Simulator. Österreicher Blödpenner, hallo. Ich dachte, die Schweizer wären so lahm. Au, oh, das gibt wieder üble Dislikes. Kann mir aber gerade nicht kratzen, weil ich versuche konzentriert weiterzuarbeiten. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Johannes Brahms Platz. Ja, der Brahms, das ist ja ein Musiker. Kennen wir alle. So, schön weit ausholen, Harald, schön weit ausholen. Nicht, dass wir wieder eine Ampel töten, das wollen wir doch nicht. Oh, scheiße, rot. Ich hab gebremst, weil die Ampel rot ist. Ja, und ich sag dir, ich steck dir gleich meinen Fuß in den Arsch. Und zwar mit Schwung. Und dann kannst du gucken, wie du das nächste Mal kacken kannst. Affe. Echt. Also ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. So, da vorne ist eine Sackgasse, ja? Seht ihr? Und das heißt, ich muss wahrscheinlich da rechts, ne? Links. Mit rechts meine ich Frauenrechts. Links. 688, ja genau. Altona. Alles klar. Ich hab's so im Griff. Jetzt muss bloß wieder grün werden, ne? Die Verspätung kommt nur durch die Ampeln zustande.
Ist doch wahr. Blöder Kack hier, die scheiß Verkehrsplaner, von nichts eine Ahnung. Los! So ein bisschen so eine leichte Grundaggressivität im Verkehr, und damit meine ich auch im Straßenverkehr, ist ja nicht schlecht, ja. Da überlebt man ja viel leichter. Besonders in Italien. Aber man muss natürlich schon so vorausschauend fahren wie ich, ist klar. So, ich muss da links abbiegen. Irgendwie um diesen blauen Pfeil hier rum wahrscheinlich. Und dann wohin? Das weiß kein Mensch. Da. Hier bin ich richtig. Und hier bin ich schon wieder bei Rot. Ich kann so nicht arbeiten. Stopp. Was heißt das hier jetzt? Das heißt, für Busse frei. Ja. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Oh Mann, jetzt stehe ich hier wieder ewig rum. Ey, das ist doch echt zum Eierlegen. Da kann ich ja mal echt gepflegt einen Pulli stricken in der Zeit. Und ich kann wohlgemerkt nicht stricken. Und ich würde trotzdem fertig werden. Mann, 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 Mann. Ja, weiter. Endlich.